Hey, der Hannes hier. Schön, dass du in diesem Video hier am Start bist. Ich möchte dir ein bisschen was dazu erzählen, wie ich gelernt habe, gleichzeitig Gitarre zu spielen und dazu zu singen. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, ich gebe auch noch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie ich das dann gemacht habe und wie ich dir das heute empfehlen würde. Und bevor wir loslegen, schau in der Videobeschreibung mal vorbei, hier unten reinklicken. Da findest du meine kostenlosen Lektionen für Anfänger. Du lernst eine Tonne an Akkorden, an Songs. Es geht direkt ans Musikmachen und mit maximal Spaß. Das Ganze ist ja auch dafür da, Spaß zu machen. Das soll ja nicht stressen. Und da fängt es nämlich auch schon an. In diesem Video möchte ich eben was dazu erzählen, wie ich das gelernt habe. Und ich möchte dazu sagen, dass ich das Ganze immer mit viel Spaß gemacht habe. Ja, Hannes, was soll das jetzt bedeuten? Ich kann jetzt hier den Akkord spielen. Das hilft mir aber nichts, dass der Spaß macht und ich gleichzeitig dazu singen soll. Es klappt einfach nicht. Denn ich habe das folgendermaßen gemacht. Ganz spielerisch habe ich schon als kleiner Junge einfach zu Sachen mitgesungen. Ich konnte noch gar keine Gitarre spielen. Und ich habe darüber nachgedacht, weil mir diese Frage häufig gestellt wird, wie ich das mache oder wie ich das gelernt habe. Und da war mir klar, dass ich lange bevor ich Gitarre gespielt habe, ganz viel gesungen habe, zu der unterschiedlichsten Musik. Sei es zu den Beatles, zu Green Day, zu AC/DC, sofern man das singen nennen kann als kleiner Junge. Ganz egal, ich habe auch über meine Eltern viel klassische Musik gehört. Ich habe erstmal viel gehört und versucht mitzusingen, sei es Melodien oder ganze Songs. Elvis habe ich auch ganz viel gesungen, fand ich super cool damals, diesen Rock'n'Roll Elvis. Und ich glaube, dass das ein springender Punkt ist. Wenn du einen Song singen und spielen können möchtest, musst du ihn erstmal richtig gut singen können. Das würde ich dir wirklich empfehlen. Check den mal aus mit seinem ganzen Text im Idealfall auch. Ich habe zwar als kleiner Junge vor allem natürlich selten dann das richtige Englisch da gesungen, sondern so ein Fantasie-Englisch, war auch immer ziemlich lustig, glaube ich. Aber ich habe sozusagen Singen einfach schon als kleiner Junge viel trainiert, ohne es zu merken. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Viele bleiben nämlich dann einfach hängen. Sie können den Song vielleicht spielen, aber bleiben dann beim Singen hängen. Verhält sich natürlich auch genau umgekehrt. Den Song sollte man nach Möglichkeit auch gut spielen können auf der Gitarre. Also nahezu perfekt, dass du nicht darüber nachdenken musst, was als nächstes für einen Akkord kommt und so weiter. Das sind ganz entscheidende Punkte. Nächster Tipp wäre, also dass du singen und spielen kannst, wirklich so gut du kannst und den Text auch auswendig kennst. Nächster Punkt wäre, dass du dir kleine Stücke rausnimmst aus diesem Song und die übst, da wo du stolperst in der Regel. Wenn das Ganze schon am Anfang passiert, nimm die erste Stelle davon. Nächster Punkt ist, dass du das Ganze, oder so habe ich das zumindest gemacht, die Sachen, die nicht funktioniert haben, die habe ich dann versucht. Ich war auch als Jugendlicher auch ungeduldig und musste mich da auch ein bisschen zu zwingen, das Ganze so langsam wie möglich zu machen, an der Stelle, wo es total hakt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe am Anfang, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, wann denn so meine ersten Auftritte vielleicht auch waren oder die Momente, an die ich mich erinnern kann, wo ich das erste Mal zusammen gesungen und Gitarre gespielt habe. Das war tatsächlich so direkt am Anfang, beim ersten Lied, weil ich dieses Lied so cool zu singen fand. Wild Thing von den Trucks, so ein ganz altes Ding. Wild Thing. You make my... Und so weiter und so fort. Lange nicht gespielt. Der Song war deswegen so cool, zu singen und zu spielen gleichzeitig, weil man gleichzeitig gesungen und angeschlagen hat. Das ist nämlich etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben, dass es die Schwierigkeit ist, einen anderen Rhythmus zu schlagen, als den, den man singt. Bei Wild Thing, Wild Thing. You make my heart sing. Ja, ihr merkt, die Silben liegen zum sehr großen Teil auf den Schlägen, die ich mit der Gitarre mache. Und danach kann man sich natürlich Songs auch erstmal entweder aussuchen oder die Songs versimpeln. Und anfangen, das habe ich dann auch gemacht, als ich komplexere Songs zum Beispiel von den Beatles spielen wollte, geguckt, dass ich am Anfang erstmal einen Akkord lege und dann dazu dann singe. It's been a hard day's night. I should be sleeping
like a dog. Text. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Simpler machen. Und das Ganze kannst du dann noch krönen, indem du, ich denke, die Möglichkeiten sind doch heute so einfach wie nie, dich einfach mal aufnimmst dabei, aufs Handy. Viele mögen das nicht, sich selbst hören, ich weiß. Wag aber mal den Schritt und nimm dich selber dabei auf, während du ein Lied spielst und gleichzeitig singst. Weil dann stellst du vielleicht auch endlich fest, warum das Ganze nicht funktioniert. Du hörst viel, kannst viel besser hinhören, gerade am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist, wo vielleicht die Fehler liegen oder die Probleme liegen, die dich daran hindern, das Stück cool zusammen zu spielen. So, zu meiner Geschichte eben, wie gesagt, ich habe viel gesungen. Ich habe bestimmt am Anfang auch richtig verkackt, das auch mal dazu. Und habe dann immer weiter aber auch geübt. Klar, das wisst ihr sowieso. Und in dem Moment aber zum Beispiel, wo ich angefangen habe, in Bands zu spielen, ich glaube so mit 14, also ich habe als kleiner Junge auch schon in Orchestern, Schulorchestern und ich weiß nicht was gespielt, aber so richtig in einer Band mit einem Schlagzeuger, einem Bassisten und so weiter und so fort, was es da alles gab. Das war die größte Herausforderung, weil ich plötzlich das auch noch vor Leuten machen musste. Und so blöd das klingt, such dir irgendwie deinen besten Kumpel, deine beste Kumpelin, Ehemann, Ehefrau, Oma, Opa und spiel mal etwas vor jemandem. Du wirst nämlich merken, dass du erstmal nervös wirst, wahrscheinlich, wenn du das erste Mal machst oder es dir sogar unangenehm ist. Diese Situation aber dazu führen wird, dass du dich sehr stark konzentrieren musst. Ich denke, und es geht vor allem dann auch darum, Sachen durchzuziehen. In diesem Moment, wenn du ein Stück vorspielst, du willst dann nicht immer wieder von vorne anfangen und so weiter. Und in diesen Situationen wirst du auch feststellen, woran es hapert. Manchmal sind es nämlich die einfachsten Sachen, dass du, wie gesagt, einen Text nicht richtig auswendig kennst. Und das ist für mich immer so ein Gradmesser, wenn ich das jemandem vorspiele, auch wie der darauf reagiert. Vielleicht gibt er dir auch eine Rückmeldung, ah, das und das, das finde ich nicht so cool. Wenn du da so eine vertraute Person hast, vor der du dich das traust zu machen, ist das auf jeden Fall Gold wert. Das habe ich in der Band auf jeden Fall bemerkt. Ich habe dann Rückmeldungen von den Mitmusikern bekommen oder so. Das ist nicht cool, das ist vielleicht cool. Oder auch mal von den Lehrern in den Bands dann da oder in den Orchestern oder was auch immer gab es eine Rückmeldung. Also es hilft immer auch rauszugehen und so habe ich sehr viel gelernt. Einfach durch Machen, durch Spielen und immer wieder ausprobieren und auch immer wieder scheitern. Das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Das gehört halt dazu, das ist aber auch okay. Und du machst es einfach besser und versuchst beim nächsten Mal genauer hinzuhören, wo das Problem liegt, um das Problem dann zu lösen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar wichtige Tipps hier mit auf den Weg geben. Mein Weg ist da auf jeden Fall nach wie vor nicht zu Ende. Es gibt manche Sachen, die ich dann spielen lernen möchte und muss mich wirklich bremsen und gucken, warum läuft das gerade nicht. Das sind dann rhythmisch komplexe Sachen, die man da bei der Gitarre macht, um dazu dann auch noch zu singen. Das ist dann manchmal echt eine Herausforderung, dann wirklich ganz, ganz langsam das Ding machen. Und das ist so ungefähr mein Weg gewesen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, packt die einfach in die Kommentare unten rein. Ich freue mich über jede Rückmeldung von euch und in der Videobeschreibung findet ihr meinen kostenlosen Crashkurs, das möchte ich nochmal an der Stelle erwähnen. Der wird euch auch letzten Endes dabei helfen, ein besserer Gitarrist oder bessere Gitarristin zu werden und somit auch besser gleichzeitig zu singen und Gitarre zu spielen. Also es lohnt sich da vorbeizuschauen, geht direkt ans Zocken, ans Spaß haben und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!